Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen neuen Adventskalender für dich und zwar ist das der Eco Verde Vegan Adventskalender oder vegan. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese Variante kostet 57,99 € und ihr habt mich drauf angehypt, sage ich mal. Ihr habt mir das ein paar Mal geschickt und mich gefragt, ob ich den öffnen möchte und dann habe ich mir gedacht, na gut. Er ist ein Papp-Adventskalender, ein Boxen-Adventskalender, ein Schubladen-Adventskalender und ich bin sehr, sehr gespannt, was sich hier drin verbirgt. Ich werde auch in diesem Video wieder eine Verlosung machen und 5 Produkte aus diesem Adventskalender an einen von euch verlosen. Was es zu gewinnen gibt, schauen wir mal und was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Schön gestaltet ist er auf jeden Fall. Ich würde jetzt nicht sagen, oh mein Gott, das ist super weihnachtlich. Wir haben so ein bisschen hier Mistelzweig, so ein Hängevieh für einen Tannenbaum, ne, so eine Christbaumkugel. Und ist ganz süß, aber ist jetzt nicht so ultra weihnachtlich. Aber es sieht hübsch aus. Wir starten mit der Nummer 1 und die Kläppchen sind nach hinten hin echt interessant. Ne? Das sieht sehr, sehr interessant aus. Man kann sie aber schön rausziehen. Und das Ganze startet mit einer Gesichtsmaske. Nein. Doch, oder? Sante Naturkosmetik, Sensitive Black Peeling mit Aktivkohle, Bio-Arganöl und Kieselerde. Ein mildes Oil-to-Milk-Peeling entfernt sanft Hautschüppchen, schützt vor Feuchtigkeitsverlust und ist für sensible Haut, die ich habe. Das ist ein veganes Produkt, das ist wundervoll, das finde ich sehr, sehr cool. Und das ist ein Peeling. Ich dachte erst so auf den ersten Blick, aha, ist das eine Maske? Aber nee, und das ist halt ohne Alkohol. Das finde ich auch richtig, richtig gut. Das ist ein schöner Start. Die Nummer 2 habe ich hier. Und da ist ebenfalls ein Produkt drin, was ich interessant finde. Bio Cosma Swiss Natural Cosmetics Bio Edelweiß Bio Aronia Beere Duschcreme. Okay. Mhm. Hier ist jetzt nicht so viel drin. Hier steht jetzt auch nicht drauf, wie viel da drin ist. Aber das ist auf jeden Fall die Fiole. Das riecht super angenehm, so cremig. Also nach Creme halt wirklich, ne? Sehr cool. Das ist eine Dusche? Okay, cool. Natürlich haben wir auch, hier habe ich die Nummer 3 übrigens, bekannte Marken hier drin. Sante Naturkosmetik hat mir zum Beispiel schon mal was gesagt und auch Weleda sagt mir was. Das hier ist eine Wildrose verwöhnende Pflegelotion. Hier haben wir 20 ml enthalten und ja, das finde ich gut. Ich mag wohl sehr, sehr gerne Rose und sowas wird jetzt nicht Ewigkeiten halten. Wir haben ja schon sehr, sehr kleine Produkte drin bislang, muss ich sagen. Ne? Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das wird auf jeden Fall ausgetestet. Auch in der Nummer 4 haben wir eine Marke, die mir auf jeden Fall bekannt vorkommt, von Bio Vegan Skin Food. Bio Hanf 24-Stunden-Pflege für gestresste Haut und hier sind 15 Gramm enthalten. Ja, vielleicht haben wir dann in dieser Duschcreme-Fiole 20 ml drin oder so. Weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Morgens und abends nach der Reinigung und einem Serum auftragen und einmassieren. Ja, ne, wie man halt eine ganz normale Gesichtscreme verwendet. Und Hanf soll ja in dem Sinne auch wirklich sehr beruhigend für die Haut wirken. Finde ich gut. Da ich ja schon einige Produkte ausprobiert habe, kommt mir auch das Produkt in der Nummer 5, jedenfalls von der Marke her, sehr bekannt vor. Und zwar ist es die Marke Hands-On Vegans. Hands-On Veggies. So, hatte ich auch, glaube ich, mal ein Shampoo von, was ich immer noch nicht ausprobiert habe, mit Chili. Das ist das Hydrating Shower Gel mit Avocado und Viola. Okay, ja, hört sich auf jeden Fall pflegend an. Feuchtigkeitsspendendes Bio-Duschgel steht hier auch hinten drauf und das riecht interessant, also wirklich interessant, Leute. Dieses Viola ist, glaube ich, ja auch sehr, sehr blumig, sehr weiblich blumig und ich, ja, cruelty-free und vegan, das ist alles sehr interessant. Also die Tuben sind aus Sugarcane, aus Zuckerrohr gemacht, ne? Boah, riecht das komisch, aber irgendwie voll gut. Es riecht eher männlich, muss ich sagen. Aber das ist jetzt auch kein klassischer Männer- oder Frauen-Adventskalender, ne? Das ist halt so Unisex. Naturkosmetikprodukte sind meistens ein bisschen teurer. Deswegen würde ich jetzt eigentlich sagen, dass wir auch das ein oder andere kleinere Produkt hier drin finden dürfen, was ich vollkommen in Ordnung finde. Ich erwarte aber so von Boxen oder Kläppchen wie der Nummer 6, der Nummer 12, der Nummer 24, dass da ein bisschen größere Sachen drin sind. Und hier haben wir auch die Nummer 6, also Nikolaus, Leute. Und das hier ist von Apeiron.
Keshava Vital Shampoo. Ja gut, ich weiß nicht, wie teuer sowas ist, aber es finde ich klein. Milde Pflege und Regeneration für strapaziertes, trockenes Haar und irritierte Kopfhaut. 30 Milliliter sind hier enthalten. Finde ich per se eigentlich ganz gut. Ne? Also von dem, was hier draufsteht, was das für ein Produkt ist. Das finde ich sehr, sehr nett. Zum Beispiel für meine Dienstags- und Freitagsgeschichte, wo ich mir die Haare dann ja wasche und danach eine Kur auftrage. Kann das auf jeden Fall eine coole Nummer sein. Ja, aber ich finde, dass ein 30 Milliliter Shampoo in der Nummer 6 echt mau ist. Ne? Bei der Nummer 7 steht Natural Beauty drauf und hier ist ein Produkt nochmal eingewickelt. Vielleicht haben wir hier mal ein bisschen dekorative Kosmetik. Oder ein Nagellack von Benecos Happy Nails Green Beauty and Care mit Avocado und Biotin. Hier sind, ja, muss ich gleich mal gucken, wie viel Milliliter enthalten. 5. Genau. Vintage Red ist hier die Farbe, also ein wirklich klassisches weihnachtliches Rot. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht, denn hier wurde Sammy auf die Welt gebracht. Genau, Sammys Geburtstag ist am 8. Dezember und hier haben wir drin eine von Dr. Bronners Mandel 18 in 1 Naturseife und das ist ein Produkt, was safe in einen Männerkalender wandern wird, zum Duschen, Händewaschen und mehr hergestellt, mit reinen Bioölen, Fairtrade zertifiziert. Ich glaube, das hatte mir auch schon die ein oder andere Mal empfohlen, als ich gefragt habe, Mensch Leute, was könnt ihr empfehlen, was man so in Männer-Adventskalender reinpackt? Und das finde ich cool. Ich glaube, da habe ich mal einen Link auch zugeschickt bekommen. 60 Milliliter haben wir hier drin. Nur eine Seife für 18 verschiedene Anwendungen. Ja, also ne, ich habe euch, glaube ich, auch eben mal eingeblendet, für was man das alles nehmen kann. Aber halt für sehr, sehr viel. Krass, oder? Ich weiß jetzt nicht, wonach das riechen soll. Ist ja auch noch verschlossen, ne? Ja. Werden wir uns über die Nummer 9 freuen. Und zwar ist hier etwas von Glove drin. Quick Treat, Fast Makeup Correction Tip, Just Add Water. Ach so. Also das Motiv ist jetzt nicht so ganz so weihnachtlich, um ehrlich zu sein. Aber das ist ein Produkt, was man halt nehmen kann, sich auf den Finger macht. Das ist wirklich für den Finger. Und da kannst du dann eben so ein bisschen was korrigieren, wenn du dich irgendwo vermalt hast oder so. Ist eigentlich ganz witzig, ne? Also ich stehe auf die Flamingos, muss ich gestehen. Wobei die auf dem Pad, das man hier sehen kann, nicht drauf sind. Ist eigentlich ganz witzig. Die Nummer 10 ist die erste zweistellige Zahl und sie hat Lippen drauf abgebildet. Aber es ist nichts für die Lippen drin, denn das ist von Stix etwas, ein Kartoffelhandbalsam. Und da sind 30 Milliliter drin. Hatte ich letztes oder vorletztes Jahr auch in einem Adventskalender. Da habe ich erst gedacht, na, ein Kartoffelbalsam. Mhm. Riecht aber himmlisch gut und hat richtig, richtig gut die Hände gepflegt. Alto Belli. Ich habe das für die Hände und für die Füße verwendet. Richtig pflegend, hat mir gut gefallen. Frisch gepresster Kartoffelsaft wird schonend mit wertvollen Ölen und Kräutern verarbeitet, damit raue und rissige Hände gepflegt werden. Nach jedem Händewaschen wird das Eincremen zum Vergnügen. Ein altes Hausmittel wird bei uns wieder zum Kultprodukt für Jung und Alt. Finde ich gut, ne? Das riecht wirklich, wirklich angenehm. Halt jetzt nicht irgendwie parfümiert oder sowas, sondern sehr wohlig warm irgendwie. Das ist gut. Die Nummer 11 ist eine Schnapszahl und sie ist ganz schön schwer. Da ist auch was Großes drin, was ziemlich genau reinpasst. Von Genobia Original Bio Aleppo Seife mit 6% Lorbeeröl. Das ist ja mal cool. Ich weiß gar nicht, nimmt man sowas für die Haare? Oder wofür ist das? Eine Aleppo Seife? Das ist so ein Allzweckding. 200 Gramm sind hier drin. Hergestellt in Syrien. Okay, da hast du auch so einen richtigen Stempel drauf, damit es halt wahrscheinlich zeigt, dass es wirklich eine richtige Aleppo Seife ist. Sieht auch sehr rustikal aus. Das riecht auch sehr natürlich, ne? Sehr holzig irgendwie auch. Sehr angenehm. Passt auf jeden Fall mega zu diesem Adventskalender. Zeit, die Nummer 12. Ben and Anna. Ach, du ahnst es nicht. Zahnputztabletten, Leute. Natural Toothpaste Tablets. 100 Tabletten sind hier drin. Und die kannst du dir dann in den Mund machen, dann schäumen die auf und dann kannst du dir die Zähne damit putzen. Das finde ich spektakulär, muss ich gestehen, ne? Also. Ben and Anna, davon hatte ich mal ein Deo, so ein Deo-Stick, richtig, ne? Das war auch ziemlich cool, ziemlich fancy, auch das ist ne, natürlich cruelty free und so ein Kram, supports ocean cleaning, das ist echt aufregend sowas, cool.
Sowas erwarte ich auch in einem veganen Adventskalender. Auch wenn ich Zahnpasta ansonsten nicht mag, in Adventskalendern, um das mal freundlich auszudrücken, finde ich das ja schon wieder richtig geil. Ich habe keine Ahnung, aber es ist die erste Adventskalender-Zahnpasta dieses Jahr, die ich feiere, oder? Und die riecht gut. Sehr minzig. Ich würde die, also ich muss aufpassen, dass ich die da nicht esse, ne? So, ne? Zur Mitte des Adventskalenders hauen die hier, Nummer 13, auch richtig große Produkte raus. Es wird ganz schön schwer. Okay, es ist jetzt die zweite Handcreme. Super Moisture, Feuchtigkeit spendend. Achso, ich kann es auf verschiedenen Sprachen vorlesen. Schön. Nordic Birch, also nordische Birke von Urtekram. 75 Milliliter sind hier enthalten. Das ist sehr, sehr cool. Ne? Also Handcremes brauche ich, verwende ich. Mir verlangt es innerlich sehr viel danach durch die ganzen Adventskalender und ich wusel halt viel mit meinen Händen und mach und tu. Und wenn ich da nicht jeden Tag ein paar Mal Handcreme verwenden würde, weiß ich nicht, wie meine Hände aussehen würden. Die sehen jetzt ja schon spektakulär aus. Ja, und die ist halt sehr feuchtigkeitsspendend, die ist 100% natürlich, tierversuchsfrei, vegan, tüdelü. Mega geil, oder? Ja, riecht nach nichts. Ist eine Handcreme. In der Nummer 14 haben wir jetzt etwas drin, was ich jetzt so auf den ersten Blick als... Ist das wirklich so natürlich und nachhaltig, ne? Fand ich komisch, aber gut. Dann ist das so 100% Pure Bright Eyes, Deep Puff and Brighten. Das sind so untere Augenpatches. Das ist von der Farbe, ach Quatsch, von der Farbe, von der Marke 100% Pure. Mhm. Aber dann halt in so einer Alu-Verpackung finde ich super interessant. Also wenn da jetzt so ein Pörtchen mit Patches drin gewesen wäre, ne, hätte ich gedacht, ja, das passt. Aber das passt jetzt irgendwie nicht, auch wenn ich die Patches, ne, ich benutze sowas, ich mag das ganz gerne. Aber ich habe halt lieber so Pörtchen, damit es halt ein bisschen nachhaltiger ist und so. Aber gut, ja, läuft, ne? Kann man machen. Die Nummer 15, da ist was Goldenes drin. Wir brauchen immer in Adventskalendern was Rotes, den Nagellack, und was Goldenes, das ist Gold. Bio Happy Natural Cosmetics Matcha Gold, eine Gold Face Mask mit gelber Himbeere. Ach, du ahnst es nicht. 50 Milliliter. Guck mal, das ist das, was ich meinte, ne? So ein Typchen als Maske, wo du halt viele verschiedene Anwendungen drin hast, das ist für mich auch nachhaltiger. Lässt du auch nur 10 Minuten drauf. Sowas mag ich einfach. Mineralölfrei, ohne Parabene, ohne Silikone, ohne synthetische Duftstoffe. Animal Origin Ingredients sind da auch nicht drin. Also keine tierischen Inhaltsstoffe, ist ja vegan alles. Das ist schon interessant. Was sollst du machen? Happy Mask Party. Ich habe keine Ahnung, was die machen soll, Leute. Gold. Wahrscheinlich soll die dir Strahlkraft geben. Ne, aber sowas finde ich gut, tatsächlich. Ja. In der Nummer 16 haben wir zwei Produkte drin. Und zwar ist das von Lea Nature Eau Thermale, also Thermalwasser, Yonzak. Keine Ahnung. Da haben wir einmal Light Moisturizing Cream, die hypoallergen ist, mit 10 Millilitern. Das ist eine Feuchtigkeitscreme. Und dann haben wir hier ein Dermo Cleansing Gel, also ein Gesichtsreinigungsgel mit 30 Millilitern. So schön. Kann man gut im Kombi verwenden tatsächlich dann, ne? Ja. Die Nummer 17. Codex Beauty Exfoliating Wash 36 Milliliter. Okay. Hatten wir da nicht gerade einen Cleanser drin oder ist das ein Peeling Fee? Das weiß ich noch nicht. Das müssen wir uns mal angucken. Wenn die Kamera mal scharf stellen wollen würde, wäre es auch nice, ne? Ja, ich glaube, das ist scharf, oder? Ja, ist so scharf. Das ist ein Cleanser. Hatten wir ja gerade schon drin, ne? Haben wir jetzt nochmal drin. Aber das ist okay. Ja, gut. Ja. Milk, Thistle and Elderflower. Okay. Also ich habe lieber Doppelung drin, muss ich gestehen, als dass ich Füllmaterial drin habe. Hier haben wir jetzt die Nummer 18. Und das ist von Madara, eine ganz, ganz tolle Marke. Da habe ich tatsächlich auch schon Make-up-Produkte von verwendet. Hier ist aber jetzt ein Produkt drin, was ich nicht so gut finde, und zwar ist es ein Micellenwasser. Gut, es ist mit Hyaluronsäure. Gut, hier ist eine Schneeflocke drauf. 50 Milliliter sind hier enthalten. Micellenwasser mag ich einfach nicht so gerne, ne? Das benutzt du halt zum Abschminken, zur Gesichtsreinigung. Ich möchte aber wirklich immer wieder mit an die Hand geben, wenn du Micellenreinigungswasser verwendest, danach nochmal dein Gesicht abzuwaschen, damit das Produkt halt nicht auf deinem Gesicht bleibt, weil das solltest du nicht tun, weil dadurch kannst du verunreine Reinigung bekommen, genau, oder auch Reizung und sowas, ne? Das ist immer sehr, sehr wichtig und ja, genau, das ist einfach Micellenwasser.
Die Nummer 19 ist auch wieder richtig schön gefüllt. Da hast du erstmal... Ach so, nee, das muss die einknicken. Ja, schön. Ein Lippenbalsam von Birkenstock. Ne? Hatten wir schon mal in der Glossybox Vegan Edition mit Kind of Rosy. Jetzt fällt es mir wieder ein. Genau. Natural Skincare, Moisturizing Lip Balm. 15 Gramm sind hier drin. Und da hatten wir mal eine Augencreme drin. Die hatte einen furchtbaren Spender, war aber richtig gut. Also die hat mir vom Produkt her richtig gut gefallen. Und das hier ist ein Lippenbalsam. Ja, gehört für mich auch irgendwo mit in einen Adventskalender, ne? Schöner Lippenbalsam und 15 Gramm ist echt mal eine Ansage, muss ich sagen. Muss ich echt gestehen hier, ne? Aber finde ich gut, doch. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Die Nummer 20 beinhaltet ein sehr schön, ein festes Shampoo von Biofizina, Toscana, Family, keine Ahnung, 80 Gramm sind hier enthalten. Das ist ein Shampoo. Ein festes Shampoo. Ja. Boah, das riecht aber, das riecht nach Sauna oder so. Keine Ahnung, kann ich jetzt gerade nicht. This is not a bar of soap. Mhm. Wir möchten einfach nur dem Planeten helfen, steht hier drauf. Okay. Ja, und das ist einfach, das sieht aus wie so ein Seifenstück, hat hier auch so ein schönes Blatt Stanz, das finde ich auch sehr, sehr hübsch. Ne? Das sieht schon ganz gut aus. Genau. Das riecht aber so nach Lakritz, würde ich sagen. Ne? Ganz, ganz merkwürdig. Aber gut, ja. Ich habe jetzt aktuell auch ein festes Shampoo unter der Dusche. Das gefällt mir sehr gut, muss ich gestehen. Und ja, ne? Interessant. Die Nummer 21 ist wieder schön prall gefüllt. Also das ist ja, ne, passt teilweise perfekt da rein. Richtig krass. Pure Skin Food, 100% Organic Toning Moisturizer, Orange Blossom. Hier sind enthalten 50 Milliliter. Das ist einfach ein Toner und hier sehe ich schon hinten drauf, dass sich jemand Gedanken gemacht hat. Denn es ist nicht nur ein Toner. Nein, nein, es ist ein Toner-Spray und ich liebe Toner-Sprays. Ich fülle meine Toner immer um in so eine kleine Sprühflasche. Da hat sich jemand Gedanken gemacht und das finde ich total sympathisch, ne? Ich müsste den sogar noch da haben. Ich glaube, den habe ich sogar auch schon. Floral and Refreshing, also das ist wirklich erfrischend und floral und Orangenblüte und grüner Tee und so. Und sowas als Toner kann ich mir so gut vorstellen. Finde ich echt geil. So richtig gutes, richtig, richtig ansprechendes Produkt tatsächlich. Ja. Und am Ende hauen die noch echt raus, ne? Ich habe jetzt hier die Nummer 22 und da haben wir drin Lavender und Kamille, 01 Bio A plus OE Volumizing Water, 100 Milliliter sind hier drin, aber von welcher Marke bist du? Veganock vielleicht? Ich weiß es nicht. Bio AOE, keine Ahnung. Das ist dann wahrscheinlich ein, also für die Haare, oder? Volumizing. Volumen Haarwasser, genau. Spritzen aufs feuchte oder trockene Haar, dann stylen. Ne? Cool. In der Nummer 23 haben wir etwas von einer Naturkosmetikmarke aus Berlin. Und zwar von I+M, die Augencreme Age Protect mit Avocado und Argan. Die habe ich auch noch da. 15 Milliliter sind hier drin enthalten. Das ist auch eine Augencreme, die wir dieses Jahr, ich glaube, es ist der dritte Adventskalender, den ich ausgepackt habe, der das beinhaltet. Habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht verwendet, bin ich aber sehr gespannt drauf, denn Argan und Avocado hört sich für die Augen sehr pflegend an. 15 Milliliter ist nicht viel, aber die ist super hochwertig, also hochpreisig auch, ne? Nachdem wir jetzt in der Weihnachtszeit uns sehr, sehr schön pflegen konnten, gehen wir jetzt zu Heiligabend, zu der Nummer 24. Und da haben wir etwas drin, wo ich weiß, dass die Marke sehr teuer ist, und zwar ist es von Pai. Lightwork Rosehip, also Hagebutte, Extract Cleansing Oil. Das ist ein Reinigungsöl und hier sind enthalten 28 Milliliter. Okay, ich persönlich schminke mich hier super, super gerne mit diesem, mit Reinigungsbalsamen, zum Beispiel von Skin Natur ab oder eben Gesichtsölen, also oder Reinigungsölen, weil das einfach super sanft zu meiner Haut, zu meiner Mascara ist und alles schön runternimmt. Da kann ich mir echt gut vorstellen, dass wir gute Freunde werden. Diese 5 Produkte habe ich für die Verlosung rausgesucht und zwar von Yonzak. Einmal den Cleanser, dann die Moisturizing Cream, dann von Bio Vegan Skin Food eine weitere Gesichtscreme für gestresste Haut, das Micellenwasser von Madara, genau, und den Nagellack von Benecos Happy Nails. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei.
Wir wollten vegane Pflege und wir haben sie auch bekommen. Für 57,99 Euro finde ich diesen Adventskalender sehr, sehr, sehr gut. Doch, der hat mir echt gut gefallen. Den kannst du auch super weiterverwenden und weiter verschenken. Das ist für mich auch immer eine ganz wichtige Kiste. Ich finde den schön. Ich finde den gut durchdacht. Natürlich haben sich manche Sachen gedoppelt, aber das ist normal bei Pflege, finde ich. Wir haben hier klassische Produkte drin, aber auch so ein bisschen was Außergewöhnliches. Und ich fand den echt cool. Also ich würde den tatsächlich für die Leute empfehlen, die Bock auf einen reinen Pflege-Adventskalender haben und auch gerne einfach mal so ein paar andere Marken ausprobieren wollen, um zu gucken, was einem vielleicht einfach gefällt und was man verträgt. Das ist auch immer eine ganz wichtige Geschichte. Ja, und das war jetzt tatsächlich mein Unboxing zu dem Eco Verde Vegan Adventskalender. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!